Stell dir vor, du hast ein Verkaufsgespräch. Du gehst dein Skript durch, du erklärst dem Kunden, wie eine Zusammenarbeit funktioniert, du pitchst einen Preis und dann sagst du, lieber Kunde, wollen wir das so machen? Und der Kunde sagt einfach, ja, dabei, let's go. Keine Einwände, keine Rückfragen, keine Sorgen, kein, oh, ich bin mir unsicher, ich muss drüber nachdenken, ich habe noch eine Frage, wie funktioniert das, ich muss nochmal ein Angebot vergleichen. Er sagt einfach nur, ja, bin dabei. Das funktioniert. Wir bei Loftfilm, wir haben über 3000 Kunden. Wir führen Verkaufsgespräche wie diese jeden Tag mehrfach. Wir haben 10 Mitarbeiter bei uns hier im Vertriebsteam. Und in 80% unseren Gesprächen ist genau das der Fall. Dass am Ende der Kunde einfach sagt, ja, ich bin dabei, let's go. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video erklären, wie das funktioniert. Wieso hören wir bei Loftfilm so wenige Einwände? Wieso sagen die Kunden am Ende vom Gespräch einfach, ja, bin dabei, let's go? So, ich könnte jetzt sagen, der Grund ist, dass wir einfach ein ganz tolles Angebot haben. Das stimmt auch, aber das bringt dir relativ wenig. Ja, ich möchte jetzt hier erzählen, was die McDonald's-Theorie ist und warum das massiv hilft, die Einwände im Verkaufsgespräch zu reduzieren. Die McDonald's-Theorie ist die folgende, und zwar kennst du vielleicht noch dieses Spiel, was man vielleicht als Kind, also ich habe es als Kind immer gehabt, so die McDonald's-Challenge. Man geht zu McDonald's, man bestellt und man muss so bestellen, dass keine Rückfrage kommt. Du kennst das, ja, der McDonald's-Mitarbeiter ist darauf trainiert, Rückfragen zu stellen. Ja, du sagst, ich will einen Big Mac. Was sagt er als erstes? Der sagt, im Menü oder einzeln? So. Dann sagst du, ja, einzeln. Und du sagst, im Menü. Dann sagt er, okay, willst du Cola dazu oder Limo? Ja, willst du es hier essen oder mitnehmen? Und die McDonald's-Challenge, ja, ist, du gehst zu McDonald's, du bestellst so, dass keine einzige Rückfrage kommt. Hi, ich hätte gerne den Big Mac im Menü mit einer Pommes, mit einer Cola zum Hieressen. Ich zahle mit Karte, Ketchup dazu und ja, das war alles. So, das ist die Aufgabe. Warum ist das wichtig für dein Marketing, für dein Verkaufsgespräch? Ganz einfach deshalb. Wenn du es schaffst, alle Fragen, die der Kunde hat, schon zu beantworten, bevor er sie überhaupt stellt, dann wird er am Ende vom Verkaufsgespräch einfach sagen, jo, lass machen, ich bin dabei. Und das musst du bereits im Marketing anfangen. Die erste Aufgabe ist die, überleg dir mal, welche Fragen hörst du immer wieder. Entweder im Gespräch oder unter Facebook-Posts oder vielleicht welche Ausreden hörst du, warum jemand jetzt doch das mit der Konkurrenz macht. Ja, welche Gründe hörst du, warum jemand noch unsicher ist oder warum er dir vielleicht absagt. Alle diese Fragen, die ein potenzieller Kunde haben kann, die musst du einmal aufschreiben und diese Fragen musst du adressieren. Ich gebe dir mal ein paar Beispielfragen, die bei uns immer wieder kommen. Natürlich, eine der Hauptfragen ist, was kostet das Ganze eigentlich? Ja, ganz klar. Was sind andere Fragen? Wie lange dauert das? Wie viel Zeit brauche ich von meiner Seite? Funktionieren so ein Erklärvideos auch für meine Branche? Wie setze ich denn so einen Erklärfilm genau ein? Habt ihr sowas schon mal für jemanden wie mich gemacht in meinem Bereich? Wie sind die Ergebnisse, mit denen ich rechnen kann? Welcher Stil ist der richtige? Wie lang muss so ein Erklärvideo für mich sein? Ja, du siehst, ich fange jetzt erst an. Da sind jede Menge Fragen. Und diese Fragen hat jemand, der noch kein Erklärvideo bei uns gemacht hat. Und deine Kunden, in deinem Fall, die werden auch Fragen haben. Die sind vielleicht, einige sind gleich, also was kostet das? Ist sowieso immer die gleiche Frage. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Diese Frage wird dein Kunde wahrscheinlich auch haben. Aber er wird halt themenspezifische Fragen haben bei deinem Angebot. Das kann alles Mögliche sein. Das können auch Einwände sein, ja, Sorgen. Wir haben zum Beispiel früher oft den Einwand bekommen, ja, so ein Erklärvideo, ja, das ist so bunt, so kitschig, ich weiß nicht, ob das für meine Zielgruppe überhaupt funktioniert, ob das nicht zu bunt und zu kindlich ist. Also haben wir uns überlegt, wie können wir diese Frage, die vielleicht nicht alle Kunden haben, aber einige, wie können wir diese Frage klären, bevor sie überhaupt aufkommt? Und haben wir in unserem Fall einen ganz kurzen Erklärfilm dazu gemacht. Ja, den zeige ich dir jetzt. Ein Erklärfilm muss nicht immer bunt und kitschig sein. Ein Loftfilm kann auch so aussehen. Oder so. Trag dich jetzt zum Erstgespräch ein und wir finden den passenden Stil für dich. Dieses Video schalten wir als Retargeting. Das bedeutet, jeder potenzielle Kunde, der sich aktuell mit uns beschäftigt, der mal auf eine Werbung geklickt hat, der mal auf unsere Webseite drauf war, ja, der irgendwo bei uns im Funnel ist, der sieht jetzt dieses Video und der bekommt diese Frage jetzt schon beantwortet. Ja, diese Frage, die er noch gar nicht gestellt hat. Der hat irgendwo so im Hinterkopf diesen Gedanken, ja, das ist ja schon schön und nett, so ein Erklärfilm, aber für mich, für mein Angebot passt es nicht. Und plötzlich bekommt er gezeigt, ey, schau mal, ein Erklärvideo kann auch so aussehen, so oder so. Diese Frage muss er nicht mehr stellen.
Und wir haben schon oft den Fall gehabt, dass ein Kunde uns gesagt hat am Telefon, ey, weißt du was, erst dachte ich, das ist nicht für mich, aber dann habe ich gesehen, es gibt ja auch andere Stile und der Stil, der gefällt mir richtig gut. Ja, so kann ich mir das vorstellen. McDonald's-Theorie oder McDonald's-Challenge. Wir haben die Frage schon beantwortet und er weiß jetzt schon, dass es für ihn funktioniert. Das heißt, am Ende vom Verkaufsgespräch wird er nicht sagen, ja, ich musste mal überlegen, ich bin mir noch unsicher. Oder er wird auch nicht sagen, ich habe jetzt noch mal eine Frage, ja, bevor wir da was entscheiden. Ja, dieser bunte Stil gefällt mir nicht. Ja, können wir das auch irgendwie anders machen? Die wird er nicht stellen. Der hat die Antwort schon. Und wenn du es schaffst, in deinem Marketing und in deinem Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch, ja, diese ganzen Fragen schon zu klären, alle Fragen, die ein potenzieller Kunde haben kann, dann wirst du mehr Abschlüsse machen und wirst du weniger Rückfragen haben und glücklichere Kunden haben. Und ein ganz wichtiger Gedanke ist der folgende. Und zwar, jedes Mal, wenn du eine Frage oder einen Einwand hörst am Telefon, na, jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, ja, das ist mir zu bunt und zu kitschig, ja, ich glaube nicht, dass das das Richtige für mich ist, dann ist es gut, dass der das gesagt hat, weil du kannst jetzt mit ihm sprechen und kannst ihm das ja erklären, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber für jeden, der im Verkaufsgespräch sitzt und diesen Einwand laut ausspricht, hat es vorher 3 Leute gegeben, die den gleichen Einwand haben, die gar nicht erst angefragt haben. Das heißt, du hast gar keine Chance, mit denen zu sprechen. Du hast gar keine Chance, diesen Einwand zu lösen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eben im Marketing diese Dinge ansprichst. Ja, wir haben zum Beispiel einen Film für uns gemacht, wie kann man ein Erklärvideo einsetzen. Ich zeige dir auch den jetzt, einfach, dass du mal so ein Gespür dafür bekommst, ja, wie man diese ganzen Einwände, diese ganzen Fragen im Vorfeld schon behandeln kann. Und hier siehst du ein kurzes Video, ja, 5 Wege, wie du dein Erklärvideo einsetzen kannst. Wenn du Film oder Video für dein Marketing nutzt, dann bleib jetzt kurz dran. Hier sind 5 Tipps, wie du dein Video so einsetzt, dass sich deine Interessenten in zahlende Kunden verwandeln. Tipp 1. Als Werbung. Mit bezahlter Werbung wie dieser zeigst du dein Video deiner Zielgruppe. Das Besondere daran, wenn eine Kampagne funktioniert, ist sie skalierbar. Mit doppeltem Budget entstehen also auch doppelt so viele Anfragen für dein Unternehmen. Tipp 2. Auf deiner Website. Ein Erklärfilm, der dein Angebot in 60 bis 90 Sekunden erklärt, gehört auf deiner Seite nach ganz oben. Besucher müssen nach kurzer Zeit verstehen, was dein Angebot bietet. Sonst sind sie sofort wieder weg. Tipp 3. Auf Messen. Ob auf großer Leinwand oder kleinem Fernseher, auf einem Messestand bekommst du so leicht die Aufmerksamkeit der Besucher. Tipp 4. Hab dein Video immer auf einem mobilen Gerät dabei. Wenn du einen potenziellen Kunden schnell von deinem Angebot überzeugen musst, geht das am besten mit einem Erklärfilm. Tipp 5. Chats und E-Mail. Anstatt deinen Interessenten auf LinkedIn zuzutexten, schick ihm doch einfach dein Video. Nach wenigen Sekunden weiß er, ob dein Angebot grundsätzlich interessant für ihn ist. Das spart beiden Seiten Zeit. Wenn du es richtig anstellst, kann dir ein Film viele neue Kunden bringen. Wir sind Loftfilm und wir wissen, wie man erfolgreich Videomarketing macht. Deshalb siehst du uns auch überall. Du willst einen Erklärfilm und die Strategie, wie man diesen perfekt einsetzt? Dann fülle unser Formular aus und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch bei Loftfilm. Und ein Kunde, der vorher vielleicht gesagt hat, ja, Facebook ist nicht das Richtige für mich, da bin ich sowieso nicht unterwegs. Ich finde zwar Erklärvideos cool, ich finde die Firma Loftfilm cool, ich sehe auch, dass andere damit coole Ergebnisse haben, aber für Facebook, das macht ja für mich keinen Sinn. So, das ist ein Glaubenssatz. Deshalb stellt er keine Anfrage. Jetzt sieht er dieses Video und sieht, aha, ich kann ja auch das machen, ich kann ja auch das machen, ich kann ja auch das machen. Ja, voll geil, habe ich gar nicht vorher dran gedacht. Aber jetzt, wo ich verstehe, ja, dass man Erklärvideos auch so und so einsetzen kann, jetzt habe ich das Gefühl, es könnte auch für mich relevant sein, also trage ich mich ein. Wir haben wieder diese Frage schon beantwortet, bevor er sie uns überhaupt gestellt hat. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel. Eine Frage, die sich dein Kunde immer stellen wird, immer, ist, wie läuft eine Zusammenarbeit mit dir ab? Das ist übrigens auch etwas, was du auf jeden Fall auf deiner Webseite zeigen solltest. Das heißt, man muss auf deiner Webseite einen Abschnitt haben, auf dem man sieht, wie läuft so eine Zusammenarbeit mit dieser Firma ab. Aber wir wissen alle, ja, Webseiten, Texte werden nicht mehr viel gelesen. Die Verweildauer auf Webseiten ist extrem kurz. Das heißt, du musst das deinem Kunden noch irgendwie anders kommunizieren. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist auch hier ein extra Erklärfilm erstellt. Ja, und dieser Erklärfilm erklärt so läuft die Zusammenarbeit ab, Schritt für Schritt. Und schau mal, wie viele Fragen in diesem Video beantwortet werden. Ich zeige dir das Video gleich. Da wird die Frage beantwortet, wie lange dauert das? Da wird die Frage beantwortet, wie viel Zeit brauche ich? Da wird die Frage beantwortet, kann ich denn auch Feedback geben? Kann ich denn auch
Änderungswünsche mit einbringen. Dann wird die Frage beantwortet, kann ich mir einen Sprecher selbst aussuchen oder sucht ihr den aus? Und dann wird zum Beispiel auch die Frage beantwortet, hey, kann ich auch meinen Stil verändern oder einen anderen Stil für meinen Film auswählen? Und noch ganz viele weitere Fragen. Und ich zeige dir jetzt den Film. Versetz dich mal gedanklich in einen potenziellen Erklärvideokunden, der gerade, ja, Erklärvideos cool findet, sich das vorstellen kann, vielleicht, aber noch sehr, sehr unsicher ist, weil er diese ganzen Fragen noch nicht beantwortet hat. Und jetzt sieht er auf Facebook, auf YouTube irgendwo diesen Film, ja, den ich dir jetzt zeige. Wie entsteht dein Loftfilm? Eine Loftfilmproduktion läuft in 4 einfachen Schritten ab. Schritt 1, das Kickoff. Hier klären wir Zielgruppe, Zielsetzung und besprechen erste Ideen, wie dein Film aussehen könnte. Das Kickoff findet per Videocall statt. Plane für das Gespräch eine Stunde ein. Schritt 2, das Drehbuch. Nach dem Kickoff schreibt einer unserer professionellen Autoren das Drehbuch für deinen Film. Und das ist extrem wichtig. Genau wie in Hollywood gilt, schlechtes Drehbuch, schlechter Film. Deshalb legen wir besonders viel Wert darauf. Das Drehbuch muss deine Zielgruppe direkt ansprechen und dein Angebot verständlich erklären. Schritt 3, das Storyboard. Einer unserer Designer zeichnet für jede Szene ein Vorschaubild. Passend zu deinem Angebot kann der Stil bunt, minimalistisch oder hochwertig sein. Alles, was du verändern möchtest, können wir verändern. Die Haarfarbe schwarz statt blond? Kein Problem. Ihr tragt eher T-Shirt als Anzug? Wird gemacht. Wenn das Storyboard steht, folgt der letzte Schritt, die Animation. Du wählst einen Sprecher für deinen Film? Das könnte ich sein. Oder aber ich. Oder meine Stimme. Und natürlich kommt noch Sounddesign und Musik dazu. Die ganze Produktion dauert im Schnitt circa 6 Wochen. Dein Zeitaufwand? Nur 2 Stunden. Denn alles, was wir von dir brauchen, ist Feedback zu den Zwischenschritten. Grundsätzlich gilt aber, je mehr kreativen Freiraum du uns lässt, desto besser wird dein Film. Wie geht es jetzt weiter? Im kostenlosen Erstgespräch entwickeln wir bereits ein Konzept für deinen Film. Gefällt es dir, starten wir mit der Produktion. Wenn du einen Loftfilm haben möchtest, dann trage dich jetzt für dein kostenloses Erstgespräch ein. Nachdem du dieses Video gesehen hast, hast du ganz viele Fragen beantwortet. Du weißt jetzt, wie eine Zusammenarbeit mit Loftfilm abläuft. Du kannst dir das vorstellen. Und das waren jetzt mal 3 Beispiele. Du musst natürlich nicht für jede Frage ein eigenes Erklärvideo machen. Du kannst auch das auf deiner Webseite beantworten. Vielleicht hast du ein FAQ. Vielleicht machst du Social Media, organischen Content, regelmäßige Posts. Ja, vielleicht auch erst im Gespräch, weil du mit Leuten auf Messen direkt ins Gespräch kommst. Aber die Logik ist immer die gleiche. Die Logik ist die folgende. Und zwar, ich muss alle Fragen meinem Kunden beantworten, bevor er sie überhaupt gestellt hat. Ich muss alle Einwände vorwegnehmen, bevor er sie überhaupt ausgesprochen hat. Und wenn du das schaffst, dann wirst du am Ende von deinem Verkaufsgespräch ganz oft den Fall haben, dass der Kunde sagt, ja, lass machen, ich finde es gut, du hast es gut erklärt, ich verstehe das, ich vertraue euch, ja, ich muss auch nicht mehr bei der Konkurrenz nachfragen, weil ich sehe schon, ihr habt das alles im Griff, let's go. Und das sollte das Ziel sein. Wenn du den Tipp cool fandest, würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video likest und vor allem, ganz wichtig, lass ein Abo da. Das heißt, abonniere diesen Kanal. Warum? Weil wir bei Loftfilm hier jeden Tag mit Hunderten von Kunden arbeiten, ganz viele Dinge lernen im Bereich Marketing und alles, was wir lernen, alles, was funktioniert für uns und für unsere Kunden, das teile ich hier auf diesem YouTube-Kanal mit dir, dass du auch davon profitierst. Ja, das heißt, wenn du sagst, hey, das Video heute war cool, das hat mir geholfen, es werden mehr solche Videos kommen, ja, und diese Videos, dass du die nicht verpasst, macht es extrem viel Sinn, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, liebe Grüße aus München, bis bald.